Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Ein unerklärliches Hallo an dieser Stelle. Hallo. Dankeschön, Mrs. Fröhlich. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und heute hoffe ich, Mrs. Fröhlich, dass du nicht seekrank wirst. Nein, seekrank werde ich nicht. Denn wir tauchen in eine andere Welt. Heute mal weg von Südamerika. Nein, wo geht's hin? Nicht nach Ägypten. Nein. Und auch nicht nach Wuppertal. Denn heute gehen wir ins Osmanische Reich. Wir befinden uns im 15. Jahrhundert, als ein kleiner, aber feiner Kerl namens Piri Reis Piri etwas ganz Wildes macht. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Der hieß nicht wirklich Piri. Der hieß Piri Reis. Er hat natürlich einen, das war quasi sein Spitzname, er hat natürlich auch einen türkischen Namen, ja, aber... Dann hau den mal raus. Da mein Türkisch ein bisschen eingerostet ist, kann ich ihn nicht aussprechen, den Namen. Ihr könnt ihn natürlich gerne googeln. Schwach, Mr. Fröhlich, schwach. Ich möchte ja nicht respektlos sein und den Namen falsch aussprechen. Ja, okay. Deswegen, akzeptiert. Sehr gut. Also, Piri Reis war ein türkischer Admiral der osmanischen Flotte und Kartograf. Ja. Uns interessiert in diesem Falle natürlich nicht, wie gut der segeln konnte, sondern wie gut der Karten zeichnen konnte. Und eins möchte ich euch schon mal vorwegnehmen. Spoiler, der konnte richtig gut zeichnen. Mhm. Er wurde um 1470 geboren und 1554 in Kairo enthauptet. Nee. Ja, der Was? Hatte, er hatte Was hat nämlich, er angestellt? Er hatte ein kleines Hobby. Er war nämlich auch Pirat. Ah, das schlecht. War so eine Freizeitbeschäftigung. Wie kann man auf der einen Seite so etwas Gutes machen und Karten zeichnen und dann ein Pirat sein? Aber gut. Er hat die See geliebt. Ja, wahrscheinlich. Ein Mann, der die See geliebt hat. Und wenn er nicht mit seiner Flotte unterwegs war, hat er halt ein bisschen gegaunert. Irgendwie muss er ja seine Brötchen bezahlen. Genau. Und in erster Linie hat er halt viele Seekarten vom Mittelmeer gezeichnet und aber auch zwei Weltkarten. Und um die geht's. Eine davon ist nie wieder aufgetaucht, die ist quasi verschwunden. Und die andere hat er für einen großen, prachtvollen Menschen gezeichnet. Ich glaube, das war irgendein König oder Scheich oder ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas. Und diese Weltkarte wurde durch Zufall erst 1929 bei einer Inventur des Osmanischen Palastbibliothek entdeckt. In der Bibliothek? In der Bibliothek. Das heißt, irgendwo im hintersten also Regal. Also die lag da. Die lag da in der Ecke, eingerollt, eingestaubt. Dann hat einer gesagt, huh, was ist denn das? So. Interessant. Sehr interessant. Fängt schon mal crazy an. Aber dafür sind wir, denke ich mal, bekannt. 1929 wurde die erst gefunden und die stammt aus dem 1500 irgendwas. 1500 ein paar zerquetschte. Die Karte könnt ihr übrigens auch auf unserem Instagram-Account sehen, wo ihr uns natürlich auch folgen könnt. Das wäre ganz toll, darüber freuen wir uns. Und kommentiert, was ihr darüber denkt. Die Karte ist auf Pergament aus Kamelhaut gezeichnet und die Küstenlinien von Amerika, Afrika, Europa und Asien stimmen mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein. Von unseren heutigen Karten. Von unseren heutigen also Karten. Also wie heute die Kontinente sind, die hat er schon um 1500 zeichnen können. Ja. Wie hat er das gemacht? Ja. Wie konnte er das machen? Das weiß ich nicht, aber... Aber es ist auch wirklich seine Karte. Es ist seine Karte. Also... Da steht sein Name drauf. Ja. Ist natürlich alles in Türkisch-Arabisch aufgezeichnet, aber es wurde halt übersetzt. Der ist nur mit dem Schiff da lang getuckert. Der ist da mit dem Schiff lang gefahren, ja. Wie, ich verstehe es nicht. Wie konnten die Menschen damals sowas zeichnen, ohne irgendwie von oben auf die Erde herabzublicken? Das ist für mich unbegreiflich. Ich könnte das nicht. Ich sehe das genauso. Wenn man etwas wie, weiß ich nicht,
einen Kontinent zeichnen möchte, den man, ich meine, die wussten ja noch nicht mal, dass das ein Kontinent ist. Die haben gesehen, okay, das Land ist ganz groß, aber du musst es ja von oben betrachten können, um es zu zeichnen. Wenn ich mit dem Auto einen Block fahre, okay, dann könnte ich das vielleicht nachzeichnen. Das aber geht. Vom Wasser über den Ozean, die Abstände der Kontinente, gut, die kann man berechnen. Das kann man berechnen, aber du kannst halt, es stimmt halt wirklich überein. Also zu 90% stimmt seine Weltkarte mit der heutigen überein. Das Südamerika ist da, da ist Afrika und das ist alles passt. Und das ist halt nicht nur, dass das crazy ist, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre, das ist ja noch nicht alles. Mhm. Geht natürlich noch weiter. Spannend wie ein Flitzer. Weil jetzt kommt das Unerklärliche. Er zeichnete die Antarktis im eisfreien Zustand ein, noch bevor sie 1818 entdeckt wurde. Hä? Genau. Also hat er sie entdeckt oder wie? Also sie wurde ja 1818 entdeckt, die Antarktis. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal ist da einer lang geschippert und hat gesagt... 1818. Ja, also fast 300 Jahre später. Und Piri... Alte Piri. Die alte Socke. Ja. Hat die Antarktis mit auf seine Karte gezeichnet. Der alte Seebär. Diese Karte lag ewig Zeiten in einer Bibliothek. Mhm. Und wurde 1929 erst gefunden. Ja. Sprich, da war die Antarktis aufgezeichnet. Ja. Was ist los mit den Menschen? Erklär mir das. Ich weiß es nicht. Es wird gemunkelt und auch manchmal ein bisschen getuschelt, dass der alte Piri Hilfe von außerhalb hatte. Richtig. Möglicherweise Quellen hatte. Und zwar soll angeblich eine längst vergessene Kultur die Antarktis so erlebt haben und überlieferte ihr Wissen über den Kontinent. Und diese Informationen... An Piri? Nein. Ich glaube jetzt nicht. Ach, er hat irgendwelche Sachen gefunden über diese Kultur, die Antarktis besiedelt hat. Wo er irgendwie auf dem Sonntag Antarktis Pirat gespielt hat. Wo die Antarktis noch nicht zugeeist war. Ja, so. Und da wir wissen, dass die seit x Jahren zugefroren ist und da ein Eisberg quasi oben drauf schippert, ist es also eine Kultur, die also, ziemlich alt ist. Wir wissen, dass die Antarktis ein Kontinent ist, der vereist ist. Ja. Man kann mit speziellen technischen Sachen durch das Eis bestimmt durchröntgen, heutzutage fotografieren kannst du und das sehen, machen. Dass da Boden ist. Genau, da gibt es so eine Radar, Solar, was auch immer, Fotoapparate, die durch Satelliten und er hat jetzt werden. Sachen von einer Kultur, die dort gelebt hat. Das wird gemunkelt, ja. Okay. Natürlich gibt es dann aber auch... Deswegen konnte er die damit aufzeichnen, meinst du jetzt? Er hat sie quasi abgezeichnet, wenn du es so nimmst. Mhm. Wird gemunkelt, angeblich. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Archäologen, die offizielle Meinung, Entschuldigung, dass ich das schon wieder so ausgesprochen habe. Du wirst immer sarkastischer. Ja, dass die gesagt haben, dass Piri nicht die Antarktis aufgezeichnet hat, sondern dass er ein zweites Australien aufgezeichnet hat, was zu der Zeit gesucht wurde, was wohl voller Schätze und Gold sein sollte und es quasi nur zufällig passiert ist, dass er die Karte aufgezeichnet hat. Zufällig. Das genau. Neue Lieblingswort. Aber die sagen jetzt, dass das, was er aufgezeichnet hat, die Antarktis, dieses zweite Australien sein soll. Aber du sagst auch, dass seine Zeichnungen dem heutigen Bild einer Weltkarte entsprechen. Ja. Dann können die doch nicht behaupten, dass es nicht die Antarktis ist. Naja, im Prinzip nicht, nee. Weil aber, es ist ja die Antarktis. Ja, aber das ist halt wieder die Sache, wenn etwas unerklärlich ist, dann wird wieder erzählt, naja, es war was anderes und es ist zufällig passiert und kann man rein interpretieren, das ist aber vielleicht gar nicht so. Und da sitze ich da und kriege echt Pelz, weil... Er muss ja Dokumente gehabt haben, die diesen Kontinent... Weil die Form, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die Form der Antarktis, des vom Land, also von dem Kontinent ohne dem Eis, ist ja eine andere als mit dem Eis obendrauf. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist ja nicht, dass sie sagen können, naja, der ist einmal rumgeschippert. Und hat sich das quasi gemerkt. Und hat aber was kann denn ein Mensch in seinem Leben alles abschippern mit einem
Und vor allen Dingen an der Antarktis. Ich meine, ist jetzt nicht, dass du sagst, ich fahre mal im Sommer hin, da ist ein bisschen wärmer. Naja, und auch wenn man sich seine Karte anguckt, wie detailgetreu, was da für Tiere leben auf den einzelnen. Er hat ja sogar die Länder auf den Kontinenten abgezeichnet. Ja. Wo welches Tier lebt oder welche Kultur herrscht oder. Wo wusste er, wo die Grenze ist? Ich meine, der ist ja nicht irgendwie da spazieren gegangen und einen gesagt, bop, bleib mal stehen, Alter, du läufst hier gerade über Brasilien. Das ist Brasilien. Er muss ja ein Vorbild gehabt haben. Es ist ganz komisch. Also ich bin jetzt kein Kartenexperte. Eine Beispielkarte, das war so Meilen nach Zahlen. hat er bei McDonald's einen bekommen, haben wir ihn hingelegt, die Aliens, und haben gesagt, hier zeichne mal ausmalen. Es kann nicht sein. Also er kann doch nicht sein Leben lang an allen Kontinenten gewesen sein. Hä, es geht doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange man mit dem Schiff braucht, um irgendwo, also von Südamerika nach, weiß nicht, Australien, wie lange du da brauchst mit dem Schiff. Naja, aber wie lange braucht man denn alleine, um über einen Kontinent zu laufen? Wenn er sich schon mit den ganzen Sachen, die sich auf diesem Kontinent befinden, auch noch beschäftigt hat, weil es ist ja wirklich, wenn diese Karte auf 1500, weiß ich nicht, was besteht, er muss ja auch den ganzen Tieren begegnet sein. Oder er hatte Hilfe von anderen Menschen. Vielleicht hatte der Verbindungen und hat gesagt, hier, was geht denn da ab und so. Ja. Weil er war ja mit seiner Flotte sehr viel unterwegs. Er war viel in Portugal. Er hat in Portugal geholfen, Städte wieder zurückzuerobern. Der hat Blockaden von irgendwelchen Ländern durchbrochen mit seiner Flotte. Also es war ein richtig heftiger Typ. Ja, okay. Ich meine, es gibt auch ein Bild. Deswegen wurde er auch geköpft. Der wurde dann halt irgendwann, haben halt ein paar Länder gesagt, ich möchte den Tod von diesem Menschen haben, weil der halt quasi so einer war, die nur... Ach, der war schon so berühmt, berüchtigt. Genau. Ja. Und dann haben die halt gesagt, ey, das geht nicht, der versaut uns hier das Geschäft. Hm. Ich will den Tod. Und dann wurde er halt in Kairo leider geköpft. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Typ war. Kann auch sein, dass das ein dufter, knorke Typ war. Aber es gibt auch ein Bild von ihm. Aha. Mit der Karte. Mhm. Vielleicht posten wir das auch bei Instagram. Da sieht er schon ganz lustig aus. Ohne es jetzt böse zu meinen. Aber also entweder war das ein extrem schlauer, gerissener Fuchs, der mathematische Fähigkeiten hatte und das irgendwie berechnen konnte. Ja, aber selbst da, also... Ja, es ist ganz komisch. Und ich meine, zu sagen, es gibt eine Karte von 1500 irgendwas, wo die Antarktis, die eisfreie Antarktis zu sehen ist. Und dann im gleichen Satz sagt man, 1818 wurde die erst entdeckt, die Antarktis mit der Eisschicht, ist ja auch wieder ein Widerspruch. Also... Der kann ja nichts aufzeichnen, was er nicht gesehen hat. Genau, das denke ich halt auch. Er muss da ja wirklich überall gewesen sein, also, um eine Vorstellung zu haben, um es überhaupt aufzeichnen zu können. Für mich ist mit diesem heutigen Tage Piri Reis der Entdecker der Antarktis. Ja, absolut. Offiziell, Piri Reis ist der Mann, der die Antarktis entdeckt hat. Verbreitet die Botschaft. Hashtag Piri Reis. Wir machen ja nicht den unerklärlichen Podcast, würden wir nicht daran glauben, dass es andere Lebewesen gibt. Wir haben ja schon in den Folgen davor darüber geredet, wie konnten die Mayas und alle anderen Kulturen überhaupt sowas alles machen, erbauen, errichten, bemalen, wie auch immer. Die alten Ägypter und so, ja. Er muss, vielleicht ist ja auch irgend so ein Außerirdischer mit ihm zusammengesegelt. Das kann auch sein. Aber meinst du nicht, dass er das dann irgendwie aufgeteilt, oder vielleicht ist so ein Indiz in der Weltkarte drin, so ein kleines Zwinkern von ihm, was man noch entdecken muss. Ja. Wenn ihr da irgendwas seht, schreibt es uns in die Kommentare bitte. Also kommen wir nochmal zu dem Thema, dass man das ja von oben auch viel besser aufzeichnen kann. Wenn ich mich über einem Kontinent im Himmel bewegen kann, dann sehe ich ja die Umrisse viel, also ich kann das ja dann erst aufzeichnen. Ja. Wenn ich etwas von oben sehe. Ja, und wir reden hier von oben nicht mit einem Heißluftballon oder mit einem Luftballon oder mit einem selbstgebauten Drachen, wo man vom Berg runterspringt. Wir reden von oben. Wir reden vom Weltall. Ja. Weil wie willst du die Welt sonst sehen? Das geht ja nicht. Und da reden wir halt von Fliegen. Ja. Da reden wir von Raumschiff, Flugzeug. Ich war übrigens ganz enttäuscht. Wir waren jetzt gerade im Urlaub, sind geflogen. Und jedes Mal, wenn ich fliege, gucke ich aus dem Fenster und denke, ach, wie schön wäre es jetzt, wenn ein UFO an uns vorbeifliegen würde. Auch wenn ich
Ich glaube, das ist leider nicht passiert. Ich glaube, ich würde es nicht so feiern. Doch, ich bin da noch, ich bin da noch so ein bisschen ängstlich in der Hinsicht, glaube ich. Aber wann ist denn mal ein Flugzeug verschwunden? Ach so, es gab schon öfters Flugzeuge. Es geht ja nicht darum, dass wir denn verschwinden. Es geht nur um die Tatsache, ich sitze in einem Flugzeug, gucke aus dem Fenster. Ach, weil du dann zu 100% und da fliegt irgendein schwarzes Objekt und auf einmal ist es wieder weg. Da würde ich mich halt irgendwie ein bisschen unwohl fühlen. Ich würde es total faszinierend finden. In dem Moment wäre das krass, aber danach wäre ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Aber wer weiß, ob es passiert. Vielleicht beim nächsten Flug. Wenn man jetzt zu einer Insel fliegt, sieht man ja dann schon die Küste der Insel und die Form ungefähr. Und ich meine, auf seiner Karte sind ja auch die ganzen Buchten und weiß ich nicht was abgezeichnet von der Küste. Ja. Das kann ja, also... Ich verstehe es nicht. Also wenn da irgendjemand von euch mehr Wissen hat über Karten, dann schreibt sie bitte, wie gehabt, in die Kommentare. Teilt ja. euer Wissen mit uns, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe, wie kann man etwas zeichnen, wo also man A Welt, nicht war und wie man das... Unter dem Eis, da ist doch Eis. Ja, und vor allen Dingen eine Weltkarte zu zeichnen, ist halt schon... Vor allen Dingen, wie lange saß der auch an... Eine Lebensaufgabe in der Zeit und... Die hat nicht mal Strom. Ja, da hat eine Kerze nebenstehen. Ja, gehabt. Aber auch, ich meine, selbst zur Antarktis zu der Zeit hinschippern mit dem Schiff. Hast du an, wie kalt es da ist? Und wie kommst du durch die Eisschichten durch? Du musst ja so ein Eisbrecherschiff haben. Ja. Also lasst es uns wissen, eure Meinung. Kommentiert, liked, teilt. Schickt es euren Freunden und sagt es jedem. Wir haben wieder einen Anstoß gegeben für ein neues Thema. Für ein neues Thema. Und? Was man sich alles beschäftigen kann. Vielleicht haben andere jetzt auch einen ganz anderen Blickwinkel so auf die ganze Geschichte, Historie der Welt, Kulturen, wie auch immer. Und nicht das, was man immer aus den Lehrbüchern kennt, was einem in der Schule beigebracht wird. Ja, weil... Man spricht ja in der Schule auch immer nur über Kolumbus. Eben. Piri Reis. Ach, also... Never ever... gehört. Wir finden es schön, dass ihr so fleißig zuhört bei unserem Podcast. Wir sehen die Statistiken, wir freuen uns sehr darüber. Und eventuellerweise kommt vielleicht eine Blogseite. Aber bin ich noch am Überlegen, weil da es kann ja auch sein, dass nicht jeder hier bei Instagram angemeldet ist. Ja, na klar, kann sein. So. Ich kenne mich damit nicht aus. Das und bei so einer Blogseite kannst du halt immer einen Kommentar schreiben. Da musst du nicht angemeldet sein. Knackige, feine Folge, und ich finde. Denkt an Piri Reis ist der Entdecker der Antarktis. Piri, den Namen feiere ich jetzt schon. Ja. Okay, dann hören wir uns. Ja, ich habe es richtig gesagt. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bei der achten Folge hat sie es geschafft. Okay, bye bye.